Wo muss ich jetzt hin? Darüber wieder hechten. Es sind beide Könige beim Kult. Das wäre natürlich lustig. Nee, ob ich den jetzt schon machen sollte. Was wollen die denn alle? Wow. Ich ruhe nicht, bis ihr vernichtet seid. Dein nächster Gegner ist Dorieus. Er behauptet, er stamme von Herakles persönlich ab. Ich bin bereit. Hast du je gegen einen Olympiasieger gekämpft? Nein, aber ich bin bereit. Tja, du siehst nicht so aus. Du bist ja nicht mal eingeölt um Zeus Willen. Ich habe doch Öl. Es könnte nützlich sein und es roch so gut. Ich nehme es. Ein Flutsch ist besser. Oh Gott. Du riechst besser als das letzte Mal. Bringen wir es hinter uns. Für Zeus. Wir sahen, wie aus einem Unbekannten ein Herausforderer wurde. Und nun sehen wir, wie er sich gegen den amtierenden Meister schlägt. Dorieus! Hat er direkt mal das R gezündet. Komm her, du Bauch. Hier, stirb! Ein epischer Kampf. Gewonnen! Nike! Oh. Die Götter waren gnädig zu ihnen, unseren Helden! Doch es kann nur ein Sieger geben. Sparta! Dir gebührt ewiger Ruhm. Sieg! Griechische Athletin, ui. Ja, und nun? Das war's, oder wie? Ich dachte, ich muss noch ganz viele andere Sachen machen.
Dann dieses. Wie alles getan ist. Scheint so schade. Ich dachte, ich muss alles gewinnen. Wie wird's denn hier? Oh. Versicherte Erbschaft. Mhm. Dann schauen wir mal, was das so ist. Hippotes, was hast du für mich? Wo ist er denn? Erster Stock. Mein Leben. Hippokrates, es ist unklug, einen Patienten zu verstimmen. Er will, dass ich sein Leben beende. Doch das kann ich nicht. Söldner, bitte hilf mir. Ich leide so furchtbare Schmerzen. Du kannst nicht einfach jemanden bitten, dich zu töten, wenn ich dabei bin. Ich bin dein Arzt und erlaube es nicht. Der Schmerz kann gelindert, die Symptome analysiert werden. Dann versuche ich, dich zu heilen. Der Schmerz gehört dazu. Er erinnert uns daran, dass wir leben und hält uns wach. Ich erlebte viel Schmerz in meinem Leben. Mein eigenes Leiden beunruhigt mich nicht. Doch das gesicherte Auskommen meiner Familie schon. Inwiefern gesichert? Meine Familie gehört zu den reichsten in Theben. Wir haben viele Rivalen. Wenn ich sterbe, wird mein Sohn der Herr des Hauses. Noch ein Kind. Er ist noch ein Kind. Warum man sich heilen lassen sollte. Mein Tod darf nicht zu seinem Nachteil ausgenutzt werden. Ich kümmere mich um deine Rivalen. Dein Sohn erhält eine faire Chance. Hab Dank, Söldner. Wenn du ihre Vorräte stiehlst, wird das ihre Stellung schwächen und sie daran hindern, meine Familie zu bedrohen. Es verschafft meinem Sohn Zeit. Wo muss ich hingehen? Ihr Anwesen ist in der Nähe. Es ist eines der am schönsten gestalteten Häuser in ganz Theben. Abgesehen von meinem, natürlich. Was soll ich stehlen? Um sie wirklich zu schwächen, musst du das Schuldenverzeichnis, ihre Pfandscheine und ihre edlen Juwelen stehlen. Warum sie nicht töten und die Bedrohung ganz beseitigen? Geschwächt sind sie keine Gefahr für meine Familie. Wenn sie verschwinden, wird eine andere Familie aufsteigen und zu einer Bedrohung werden. Hä? Diese Lösung sichert meine Familie und ihre Stellung ab. Für gewöhnlich bezahlt man mich nicht fürs Stehlen. Doch ich werde es tun. Ich bete, dass Tyche über dich wachen möge, wenn ihm das einen Anflug von Frieden beschert. Versicherte Erbschaft, naja. Das ist auch wieder so eine halbe Sache. Wieso kann eine andere Familie nicht aufsteigen, wenn die Familie schwach ist? Was soll ich machen? So. Ran an den Speck. Ah!
Das sollte alles von Wert gewesen sein. Wo ist jetzt das Rätsel? Da drüben auch noch, wenn ich schon mal dabei bin. Ach, das ist natürlich ganz oben. Ach, weg, Vogel. Na schön. Hm. Ich habe getan, was du wolltest. Die Position deiner Familie ist fürs Erste gesichert. Du gabst mir Hoffnung, dass mein Name mich überleben wird. Nun bete ich zu den Göttern, dass meinem Sohn ein längeres, gesünderes Leben bestimmt ist. Ich stehe in deiner Schuld. Du schuldest mir nichts. Wirklich. Nun, ich muss dich leider noch um einen anderen Gefallen bitten. Ich weiß, worum du mich bitten willst. Diese Krankheit zerrt mich auf. Ob heute oder morgen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Hippokrates wird nicht tatenlos zusehen. Nein, aber er wird dir zuhören. Wenn du ihn überzeugen kannst, dass es das Beste für mich ist, hilft mir das. Ich will nicht langsam dahin schwinden. Ich will in Frieden sterben. Meine Familie soll mich in gutem Licht behalten. Ich werde mit ihm sprechen. Hab Dank. Du hast mir in diesen Tagen mehr Freundlichkeit erwiesen als andere in meinem ganzen Leben. Nun muss ich ruhen. Hast du... Es sieht aus, als würde er gut schlafen. Ja, du hast den Geist beruhigt. Doch bis zum letzten Atemzug wird er keinen Frieden finden. Wann wird das sein? Das ist schwer zu sagen. Seinen Symptomen nach eher früher als später. Ich kann den Schmerz lindern, aber dafür benötige ich Schierling. Ich werde die Zutaten für dich sammeln. Danke. Die Schmerzen werden nicht ganz verschwinden, aber ich hoffe, er wird sich dadurch besser fühlen. Er will sich nicht besser fühlen. Er will einfach nur würdevoll sterben. Es wäre würdevoll, sich durchzubeißen, damit ich seine Symptome untersuchen kann. Er leidet und er will sterben. Du solltest seinen Wunsch respektieren, statt ihn wie ein Experiment zu behandeln. Was du tust, ist nicht richtig. Ich werde mir von einer Mietklinge keinen Vortrag über Moral anhören. Mietklinge? Ich habe wie alle Ärzte die Verantwortung, mein Wissen zur Heilung anderer einzusetzen. Warum behandelst du ihn mit Gift? Schierling ist tödlich. Nur in einer zu hohen Dosis. Wenn meine Beobachtungen stimmen, sollte er seinen Schmerz lindern. Schierling ist selten. Wo kann ich ihn finden? Er wächst in ganz Böotien, aber sieh dich in der Nähe des Grabhügels von Plateia um. Ich bin sicher, ich habe dort welchen gesehen. Ich werde ihn dir besorgen. Also Überdosis. Fühlt er sich schuldig. Zu viel des Guten. Ihn. Nördlichen Teil. Ach, Ruinen, das ist hier die da. So, sind in der Nähe einer Brücke. Da. Los jetzt. Ja!
Sachen um! Danach habe ich gesucht. Ah, cool. Ist der voll verrückt? Ja! Ja! Wo will er denn da hin? Ach, nein. Hier habe ich deinen Schierling. Danke. Ich weiß, dieser Auftrag war unter deiner Würde, aber du hilfst meinem Patienten. Ich habe das Elixier vorbereitet. Nun müssen die Kräuter zerrieben und hinzugegeben werden. Das sollte ich hinbekommen. Sei vorsichtig mit der Menge, die du einrührst. Schierling lindert den Schmerz, doch zu viel davon ist tödlich. Nehmen wir mal zu viel, ne? Mögen dich die Götter beschützen. Komm, Pentheus. Wir müssen überprüfen, wie sich deine Symptome entwickeln. Pentheus? Pentheus! Was? Was ist passiert? Er hätte noch nicht sterben dürfen. Was hast du getan? Er hat gelitten. Ich tat, was nötig war. Du bist vermessen. Ich brauchte mehr Zeit. Ich hätte noch so viel mehr lernen können. Ihn am Leben zu halten, damit du ihn studieren kannst, ist falsch. Er litt und wollte sterben. Ich rette Leben. Ich beende sie nicht. Ich versäumte, Galeos zu helfen, und das war ein Fehler. Wir wissen beide, dass du ihn nicht deshalb am Leben gehalten hast. Hör endlich auf, die Wahrheit zu verleugnen. Du hast recht. Ich wusste, ich würde sein Leben nicht beenden können. Aber ich dachte, je mehr ich lerne, desto eher könnte ich einem anderen zukünftig helfen. Du hattest edle Absichten. Patienten zu behandeln ist wichtiger als die Erforschung der Krankheiten. Doch ich diene einem höheren Zweck. Wenn ich alles lernen will, muss ich reisen und die Patienten anderer Ärzte untersuchen. Viel Glück, Hippokrates. Ich hoffe, unsere Pfade werden sich wieder kreuzen. So. Hier ist mal keine neue Quest, ne? Und los! Keine Straßen. Du meine Güte, da oben hin, ja, das kann dauern. Oh, wie lange bin ich jetzt dran? Fünfeinhalb Stunden. Oh ja, gleich mal eine Pause machen, ne? Mm-hmm.
Gibt's doch gar nicht. Gespannt, wo er mich diesmal hinbringt. Oh, da ist der Weg hoch. Ich suche nach... Du! Stentor. Malaka! Ich will dir helfen, du Idiot! Nicht nach Megaris! Nicht nach dem, was du getan hast! König Archidamos von Sparta schickt mich, um dir bei der Eroberung der Region zu helfen! So wenig vertraut er mir also. Und verlässt sich lieber auf einen verfluchten Söldner! Die Götter strafen mich mit deiner Anwesenheit. Wenn ich deine Bestrafung wäre, wärst du schon längst tot. Warum schicken die Könige dich? Ich habe meinen Bruder vermisst. Stentor, bleib ganz ruhig. Ich bin hier als dein und Spartas Verbündeter. Wir haben doch schon zusammengearbeitet. Wir können es wieder tun. Deine Hilfe in Megaris mag die Region für Sparta gesichert haben. Doch ich verlor mehr, als ich gewann. Ich hätte dir damals nicht trauen sollen. Warum also jetzt? Lass es doch. Ich bin nicht zum Spaß hier. Wie ist die Lage? Alles läuft bestens. Die böotischen Rebellen sind ein Problem, aber wir werden mit ihnen fertig. Was macht das spartanische Heer in Böotien? Wir belagerten die Athener, bis Kleon uns zurückschlug. Die Eroberung Böotiens würde seine Position schwächen. Der Wolf war tot. Ich wurde gebraucht. Ich konnte meine Männer nicht im Stich lassen. Du solltest den Göttern dafür danken, dass sie mich schickten. Dein Auftrag ist der einzige Grund, warum du noch lebst. Du bist kein Verbündeter, nur eine Waffe. Dann setze mich ein. Du bist der Aufgabe nicht gewachsen. Versuch's? Es gibt 4 böotische Helden, die für Athen kämpfen. Aristeos, Deianira, Messea und Drakon. Glaubst du, du kannst sie töten? Ich würde gern sehen, wie du es versuchst. Ich sagte doch, wir kriegen das hin. Na dann, finde ich diese Helden und schalte sie aus. Ich bezweifle, dass das so einfach wird, wie du glaubst, aber ich bin froh, dass du inzwischen Befehle befolgen kannst. Wo finde ich diese mächtigen Böotier? Ich weiß es nur von 2. Es gibt Berichte, dass sich Aristeos in der Festung von Gla aufhält. Messea wurde zuletzt in den Wäldern im Osten Thebens gesehen. Ich dachte, die Böotier hassen grundsätzlich jeden. Warum verbünden sie sich mit Athen? Sie sehen sowohl Sparta als auch Athen als Feinde an. Aber Athen war zuerst hier. Und sie schlossen eine kurzfristige Allianz. Was ist so toll an diesen Helden?
Es sind nur 4 Sterbliche gegen das ganze spartanische Heer. Sparta hat seine Armee und Böotien hat seine Legenden. Sie sind ein Symbol für das, was dieser Ort einst war. Je eher ich das erledige, desto eher erobern wir Böotien für Sparta. Okay. Wo ist diese Festung? Oh. Da muss ich wohl nochmal zurück. Zwei Quests. Da ist man mal kurz weg und schon kommen sie wieder aus eigentlich gebrochen. Willst du mich auch bestehlen, Söldner? Begrüßt du alle deine Kunden so? Ach, entschuldige. Die Soldaten haben mir alles genommen. Selbst meinen geliebten Spiro. Soldaten tun, was sie wollen. Wer ist Spiro? Nur das beste Pferd, das ich je hatte. Ich könnte dasselbe von meinem Vorboss sagen. Wir taten alles gemeinsam. Er hätte alles für mich getan. Selbst ohne eine Möhre dafür zu bekommen. Das klingt nach wahrer Freundschaft. Ich brauche ihn zum Transport meiner Waren. Wenn Drakon erfährt, dass er sein Öl nicht bekommt, bin ich so gut wie tot. Drakon? Der Held von Böotien? Er ist mein bester Kunde. Ich bin ihm auf den Fersen. Rette mich vor Drakons Zorn. Finde meinen Spiro, bitte. Wenn du ihn so dringend brauchst, finde ich dein Spiro. Beeil dich bitte. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was die Diebe ihm antun. Wo brachten sie ihn hin? Er muss im Militärlager östlich des Schlangenkopfsteins sein. Das ist der einzige Außenposten hier. Wo verstecken sich diese Diebe? Im Lager östlich des Schlangenkopfsteins. Kannst du beschreiben, wie Spiro aussieht? Ich will nicht das falsche Pferd stehlen. Wo fange ich an? Oh, er ist prachtvoll. Ein großer Hengst, so schwarz wie die Nacht. Mit einer Mähne aus glänzend weißen Haaren. Sag, warum bringst du Drakon Öl? Er lässt sich gern den Rücken einölen. Dadurch wirken seine Muskeln größer, schätze ich. Ich glaube nicht, dass er das nötig hat. Nein, und ich weiß auch nicht, warum er mein leicht entzündliches Öl den weniger gefährlichen vorzieht. Wo lieferst du das Öl ab? Ich bringe seine Waren immer zum Übungsplatz bei dem Ort von Iphigenias Opferung. Dann muss ich wohl ein Pferd finden. Ja, was haben wir da hinten noch? Du bist ein Narr, Melanippos. Ein Narr! Hast du deinen Pankration-Kampf verloren? Schlimmer. Ich verlor meine große Liebe. Mein Drakon hat jemand anderes. Ich weiß es einfach. Er meidet mich. Und wenn wir zusammen sind, ist er immer abgelenkt. Ich gebe zu, das klingt nicht gut.
Sogar du glaubst, er hat mich ersetzt. Doch ich gebe ihn nicht auf. Er ist mein goldener Halbgott. Dann hast du schon einen Plan. Ich werde einen Trank bereiten. Es ist ein Rezept, das ewige Liebe garantiert. Eine tolle Art, eine Beziehung zu retten. Es ist einfach. Ich borge mir seine kostbare Rüstung, schmiere sie von innen ein und dann zieht der Trank durch seine Haut direkt in sein Herz. Nur dann hätte Drakon vorerst keine Rüstung mehr. Machst du dir deswegen keine Sorgen? Oh, er ist der stärkste und stählernste Mann in Theben. Er kommt auch ohne sie klar. Gut zu wissen. Mir fehlt die letzte Zutat. Ich brauche das seltenste Kraut in Böotien von meiner Kräutersammlerin, aber sie war lange nicht mehr in Theben. Ich kann sie für dich finden. Immerhin geht es um die Liebe. Danke, vielen Dank. Wo finde ich diese Kräuterfrau? Auf einem Bauernhof im Westen, beim Grab des Menikeus. Ein seltenes Kraut, hm? Welches denn? Ein Kraut scharf genug, um sein Feuer zu entfachen. Es lässt seine Zuneigung und seine Haut prickeln. Wie habt ihr euch getroffen? Eine Geschichte für die Ewigkeit. Ich kam nach Theben und träumte davon, ein großer Sportler zu werden. Dann sah ich ihn in seinem Gymnasium. Ein mächtiger Krieger mit einem mächtigen Lächeln. Ich wollte vom Besten lernen. Doch der einzige Muskel, den er gestärkt hat, war mein Herz. Du gibst dir sehr viel Mühe für Drakon. Ist er es wirklich wert? Er ist ein lebender Herakles. Sag du es mir doch. Wenn er nicht hier ist, wo ist er dann? Eigentlich sind wir beide immer hier. Er verlässt mich nur, um sich auf dem Übungsplatz zu ertüchtigen. Ich finde dieses Kraut für dich. Lius Gebräu.